Einen schönen guten Abend zu unserem heutigen Webinarprogramm. Ich freue mich, dass wieder viele Gäste hier da sind, um unser Webinar Digitalisierung ÖPNV Weichenstellen für die Zukunft zu verfolgen. Wir haben ja heute harte Konkurrenz draußen, ist zumindest in München, aber wahrscheinlich in ganz Bayern ein herrlicher Sommerabend, Frühsommerabend. Insofern sind bestimmt auch einige in Konkurrenz oder haben gezögert, wo sie hingehen, im Biergarten oder zu uns. Freut mich sehr für alle, die da sind bei uns. Und ich freue mich ganz besonders natürlich, dass unsere Referentin sich nicht für den Biergarten entschieden hat, sondern um bei uns zu sein, bei uns im Webinar. Herzlich willkommen, Sinaida Cordes von den Stadtwerken München. Bevor ich Ihnen auch gleich das Wort übergebe, noch ganz kurz zur Begrüßung, möchte ich nur kurz erzählen, wer so unter den Angemeldeten ist und unter den Anwesenden ist. Wenn wir in einem Saal wären, würden wir uns ja sehen. Das ist hier nicht der Fall, leider. Deswegen begrüße ich sehr herzlich die VertreterInnen von ProBahn, vom ADFC, also vom Fahrradclub, vom MVV, auch VertreterInnen der Landeshauptstadt München sind da, von der Deutschen Bahn, von der BRB, also der Regiobahn, vom Privatbahnverband MOFER, hat sich jemand angemeldet, auch von den Unternehmen Nextbike, von der Industrie und von zwei Industrie- und Handelskammern sind Leute da, ferner viele KommunalpolitikerInnen, die sich natürlich interessieren, wie es mit dem ÖPNV weitergeht, wie er digitalisiert werden kann, weil sie als KommunalpolitikerInnen da ja natürlich auch Zuständigkeit haben und vorne dabei sind. Zum Beispiel, oder nein, wie sagt man, stellvertretend hervorheben möchte ich den Münchner Stadtrat Paul Bickelbacher. Schön, dass du da bist, lieber Paul. Und unseren grünen Landesvorsitzenden und zugleich Kreisrat Thomas von Sarnowski. Ja, und es hat eigentlich schon fast Tradition. Jetzt mache ich es halt auch heute. Ich möchte noch eine Initiative hervorheben, nämlich Bahn zum Berg. Eine Initiative, die sich darum kümmert, Bergtouren vorzuschlagen, die mit Öffis auch erreichbar sind und nicht nur mit dem Auto. Und da kann man sagen, wieso hebt er das jetzt hervor? Heute geht es doch um Digitalisierung. Ja, eben. Denn die Bahn zum Berg hat erst vor wenigen Tagen oder vor ein, zwei Wochen ein sehr innovatives, digitales Schnittstelle, Programmierung an den Start gebracht, nämlich eine Öffi-Suchmaschine für Bergtouren, zugl.de. Dort ist es aufrufbar. Das heißt, auch für die Wanderungen, die Sie alle, wir alle unternehmen, gibt es die Möglichkeit, dank Digitalisierung einfach und unkompliziert die Öffi-Anreise zu organisieren. So, das war ist genug der Vorrede. Höre ich auch schon auf. Ich habe die Minuten überbrückt, die auch die letzten jetzt wahrscheinlich noch gebraucht haben, um zu uns zu stoßen und sich einzuwählen. Herzlich willkommen noch einmal an alle. Während des Vortrags von Sinaida Cordes von den Stadtwerken München haben Sie und ihr die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich meine, vielleicht wartet mal kurz ein bisschen, bis er Teil des Vortrages gelaufen sind und schreibt mich jetzt gleich sofort drauf los, weil vielleicht wird ja dann manches auch im Vortrag beantwortet. Aber wenn Verständnisfragen sind oder auch Beiträge, gerne reinschreiben in die Fragebox, die Ihnen und euch eingeblendet wird. Der Fabian Norden, den ich hiermit auch begrüße, mein fleißiger Mitarbeiter, wird das Ganze sortieren und dann die Fragen gebündelt, geordnet, einigermaßen strukturiert einbringen, sodass wir nicht von Thema zu Thema sprechen. Vom Zeitformat her, wir sind wie immer innerhalb einer Stunde. Das heißt, um 7 können wir alle in den Feierabend oder in Anschlusstermine gehen. Na, insofern jetzt eine halbe Stunde, gute halbe Stunde steht Ihnen zur Verfügung, liebe Frau Cordes. Sie leiten den Geschäftsbereich Mobilitätsentwicklung und Innovation bei den Stadtwerken München, sind deswegen also unmittelbar vom Fach und können uns berichten, wie es mit der Digitalisierung vorwärts geht, welche Chancen und Potenziale für den öffentlichen Personennahverkehr da drin stecken. Und manch einer denkt sich vielleicht, naja, München ist ja schön und nett, die sind da immer irgendwie als Großstadt und mit dem MVV vielleicht irgendwie vorne dran. Aber es geht nicht nur um München, sondern es geht um den öffentlichen Personennahverkehr in ganz Bayern. Und deswegen werden Sie dankenswerterweise auch schauen, welche Möglichkeiten es gerade vielleicht auch für den ÖPNV und die Mobilität im ländlichen Raum gibt, nicht nur in der Landeshauptstadt München, die vielleicht so der Vorreiter, die Vorreiterin ist. Insofern jetzt ist die Bühne für Sie. Schön, dass Sie da sind, Frau Cordes. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Es freut mich sehr, dass ich auch mal in so einem Gremium ja, unsere Überlegungen, unsere Aktivitäten, aber letztlich auch die Themen insgesamt vorstellen darf. Ich habe einen kleinen Vortrag vorbereitet,
ja, wir haben nur eine Stunde. Das heißt, ich werde eher so ein bisschen den Rahmen spannen und ein paar Highlights setzen, um das ganze Thema einzuordnen. Jetzt gar nicht unbedingt bei jedem Einzelnen in die Tiefe gehen. Vielleicht als allererstes, welche Herausforderungen haben wir für die Mobilitätswende, die ja im Wesentlichen oben drüber steht? Ein Thema, das insbesondere im ländlichen Raum, aber natürlich auch in den urbanen Zentren ein Thema ist, das Angebot, das ÖPNV-Angebot muss besser werden in den ländlichen Räumen, damit überhaupt teilweise mal ein Angebot da ist, das attraktiv genug ist, in den urbanen Zentren natürlich eher um die Leistungsfähigkeit, die benötigt wird, auch herstellen zu können. Aber das wissen die Teilnehmenden vermutlich mindestens genauso gut wie ich. Die Finanzierung des Ganzen ist einigermaßen ungewiss. Jetzt aufgrund der ja, aktuellen Situation umso mehr. Wir müssen irgendwie schauen, wie wir das ganze Thema trotzdem noch finanziert bekommen und gleichzeitig das Angebot aber auch im erforderlichen Maße erhöhen können. Wir haben eine sehr starke Konkurrenz, das Auto, diese ja letztlich ständige Verfügbarkeit des eigenen Autos, müssen wir durch attraktive Angebote im ÖPNV aufweichen, ersetzen, sodass wir wirklich ein gleichwertiges oder zumindest annähernd gleichwertiges Angebot bekommen. Und insbesondere beim Thema Digitalisierung sehen wir uns natürlich auch deutlich steigender Konkurrenz der Privatwirtschaft entgegen, insbesondere auch der Global Player, wenn es um die digitale Kundenschnittstelle geht. Auch hier ist natürlich das Thema Finanzierung im Fokus. Ich habe es jetzt ein bisschen provokativ formuliert. Aber wenn man nicht die richtigen Weichen stellt für die Zukunft, dann ist es durchaus ja, die Gefahr, dass der ÖPNV, die ÖPNV-Landschaft wirklich zum subventionsabhängigen Lohnkutscher wird. Also nur noch quasi das abdeckt, was zwingend notwendig ist und den Rest betreiben dann andere, ohne die natürlich erforderliche Steuerungswirkung dann auch der öffentlichen Hand der Aufgabenträger ja, durchsetzen zu können. Genau. Welche Chancen sehen wir im Bereich der Digitalisierung? Man sieht jetzt auf der rechten Seite so ein bisschen ein Bild, das jetzt natürlich eher den München-Fokus hat, aber auch hier schon zeigt, dass es deutlich darüber hinausgeht. Ich habe das Ganze mal in drei Bereiche geclustert. Zum einen, was das Thema Prozessdigitalisierung betrifft. Das ist weniger was, was jetzt die Kundinnen vor Ort wahrnehmen, sondern eher im Hintergrund läuft und primär der Steigerung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtsystems dient. Dann das Thema Produktdigitalisierung. Das ist dann in der Tat unmittelbar quasi im Kundenbezug auch wahrnehmbar für die Kundinnen. Da haben wir natürlich zum einen das Thema, ich komme danach in einzelnen Beispielen nochmal drauf, das Thema verbesserte Kommunikation, die uns durch die Digitalisierung ermöglicht wird. Dadurch haben wir natürlich die Chancen, die Attraktivität des Systems zu steigern, hier auch wirklich die Bedürfnisse noch mal besser anzugehen und zu befriedigen. Und wir haben natürlich auch Möglichkeiten, bestehende Produkte, beispielsweise eben Busse oder auch sonstige kleinere Gefäßgrößen automatisiert fahren zu lassen. Noch nicht, aber da sind wir eben auch dran. Da komme ich nachher auch gleich noch mal drauf. Auch da sehen wir natürlich ein hohes Potenzial, insbesondere bei der Steigerung der Effizienz, zum einen was den Einsatz der Fahrzeuge betrifft, aber natürlich dann auch bei der Einsparung von Personalkosten ist es auch ein Thema der Wirtschaftlichkeit. Und natürlich als drittes ein sehr, sehr großes Feld, digitale Geschäftsmodelle, die erst durch die Digitalisierung überhaupt möglich geworden sind. Auch darüber sehen wir wirklich hohe Potenziale, was die Steigerung der Attraktivität, aber natürlich dann auch der Wirtschaftlichkeit betrifft. Beispielhaft jetzt hier nur Sharing, Pooling natürlich, On-Demand-Mobility, aber auch das ganze Thema Plattformtechnologie. Und ein Thema, das bei Digitalisierung nicht vergessen werden darf, ist das Thema Daten. Ich habe jetzt hier mal ein sehr großes Bild, das wirklich nur exemplarisch, aber für die Chancen und Potenziale stehen soll, aufgemacht. Man sieht auf der rechten Seite im Wesentlichen die Mobilitätsdaten, die über eine Plattform generiert werden können. Zum einen aus den Fahrzeugen generiert, aus der Infrastruktur generiert, aber letztlich auch von den Fahrgästen selbst. Und welche Chancen, Möglichkeiten wir da sehen, wie das alles zusammenhängt. Das ist alles noch nichts, wo wir jetzt schon sind, sondern das ist im Wesentlichen die Strategie, wo wir sagen, da müssten wir alle gemeinsam hinkommen. Das ist auch gar nicht unternehmensbezogen nur, sondern da kommen natürlich auch die Aufgabenträger mit rein und sagen, wo könnten wir letztlich auch noch steuernder eingreifen. Hier exemplarisch vielleicht auch, das findet sich nachher im Vortrag nochmal detaillierter bei den Fragen Wartung und Instandhaltung. Wie können wir wirklich datengetrieben dort besser werden, dass wir wirklich sagen können,
Beispielsweise, wie ist denn der Zustand meiner Fahrzeuge? Wo drohen mir Ausfälle? Wann müssen die Fahrzeuge gewartet werden, dass ich da wirklich noch besser in den Fahrzeugeinsatz gehen kann? Aber auch zu wissen, welche Kapazitäten sind eben wann nicht mehr einsetzbar und wie gebe ich das beispielsweise dann auch an meine Kundinnen weiter, was das Thema Routing betrifft. Das heißt, wenn eine Verbindungsauskunft abgefragt wird, macht es keinen Sinn, dass ich die Kundinnen dahin schicke, wo ein Fahrzeug droht auszufallen oder schon ausgefallen ist. Das heißt, da muss ich wesentlich schneller agieren können. Dafür benötige ich aber die entsprechenden Daten. Und auch in der Planung ist es sinnvoll, auf diesen Datenschatz in der Perspektive auch zuzugreifen und zu sagen, wo kann ich systematisch Kapazitäten hinschicken? Wo entstehen denn die Bedarfe? Natürlich haben wir historische Daten. Das ist ja quasi Geschäft, das wir im ÖPNV seit vielen, vielen Jahren machen, dass ich weiß, was quasi die Fahrgastnachfrage ist, wie ich dann entsprechend meine Angebote schneidere. Und gleichzeitig passiert aber wesentlich mehr. Und wenn ich es passgenauer ja, die Fahrzeuge einsetzen kann, also wirklich bedarfsorientiert eben auch situativ einsetzen kann, kann ich darüber zum einen natürlich die Kundenwünsche deutlich besser abbilden und gleichzeitig aber auch die Effizienz steigern, weil ich eben nicht, wie es sehr häufig auch der Fall ist, letztlich warme Luft durch die Gegend fahre, weil einfach doch niemand da war, der heute mit dem Fahrzeug fahren wollte. Das kann wetterabhängig sein, aber auch bei anderen Themen. So. Das war jetzt mal ein bisschen der große Rahmen. Jetzt würde ich eben auf einzelne Beispiele eingehen, die auch durchaus eben gar nicht nur stadt- oder urbane raumspezifisch sind, sondern auch durchaus für andere Bereiche ja, interessant sind. Zum einen haben wir gerade beim Elektrobus gesagt, wir müssen hier wirklich unsere Prozesse deutlich besser digitalisieren. Wir müssen das Thema Betriebshofmanagement ja, letztlich auf die neue, auf eine zukunftsfähige Stufe heben. Wie sind wir vorgegangen? Wir haben zum einen, man sieht es da in dem Schaubild, sogenannte Telemetrieboxen in die Fahrzeuge eingebaut, die wiederum über eine IoT, also Internet of Things Plattform, miteinander kommunizieren, sodass dann im Betriebshof quasi klar ist, das Fahrzeug kommt, das Fahrzeug hat beispielsweise den und den Bedarf an Auswechseln einzelner Teile oder diesen und diesen hier Wartungsbedarf oder aber eben auch das Thema Laden, sodass quasi im Betriebshof alles schon bereit ist und nicht, wie es jetzt häufig noch der Fall ist, quasi händisch erstmal geschaut werden muss, funktioniert alles oder diese sogenannten Fahrtenblätter, die von den FahrerInnen ausgefüllt werden, wenn während der Fahrt irgendwas kaputt gegangen ist, dass man das dann austauscht. Das heißt, da haben wir sehr hohe Zeitersparnisse, was die Standzeiten der Fahrzeuge betrifft. Wir haben natürlich insgesamt darüber, weil wir ja auch da Daten generieren, insgesamt das Thema Wartungsplanung besser in den Griff zu bekommen, weil wir davon ausgehen, dass ein Bauteil beispielsweise, das bei dem einen Fahrzeug kaputt gegangen ist, bei einem Fahrzeug ähnlicher Baureihe ähnlich bald kaputt geht, sodass wir da auch insgesamt einfach ja, deutlich besser und ja, besser reagieren können und darüber letztlich auch die Standardprozesse deutlich effizienter gestalten. Am Ende sind wir bei dem Thema bei der Wirtschaftlichkeit, weil ich da natürlich dann auch meine Reserve entsprechend verringern kann. Welche Themen haben wir bei dem Thema noch? Wir haben auch in der Bauwerksinstandhaltung das Thema Digital Twins. Das ist letztlich ein digitaler Zwilling, wo man die Bauwerke entsprechend sieht, wo man beispielsweise für Wartungsthemen ja nicht unbedingt Personen vor Ort schicken muss, sondern quasi am Rechner sagen kann, oh, die und die ja, Kacheln beispielsweise müssen ausgetauscht werden. Die Abmessungen kann ich aber an meinem Schreibtisch machen. Ich muss nicht extra mit einem Bautrupp vor Ort fahren, um das auszumessen. Natürlich dann das Einsetzen muss vor Ort passieren. Aber auch hier kann ich deutliche Effizienzen steigern. Ein anderes Thema, ich hatte es vorher angesprochen, ist das Thema Predictive Maintenance, also quasi die angekündigten Ausfälle von Fahrzeugen. Auch da sind wir dabei, das zu untersuchen, wie wir da das Ganze eben in die Betriebshöfe beziehungsweise die Betriebshofmanagementsysteme implementieren können. Auch jetzt beispielsweise bei der U-Bahn, dass das Fahrzeug im besten Fall irgendwann schon auf der Fahrt sagt, Obacht, meine Tür geht in einer halben Stunde kaputt. Das kann ich messen, weil der Widerstand in der Türsteuerung höher geworden ist. Und dann kann in der Leitstelle gleich das Fahrzeug letztlich aus dem Verkehr gezogen werden, bevor es wirklich zur Störung und dann entsprechend auch den Störungen im Fahrbetrieb kommt, sodass dann auch die Auswirkungen auf die Fahrgäste entsprechend geringer werden. Auch das zahlt auf das ganze Thema Attraktivität für die Fahrgäste natürlich ein, aber auch auf das ganze Thema Effizienzsteigerung und auch Wirtschaftlichkeit.
Ein weiteres Thema, an dem wir dran sind, ich weiß, die Kolleginnen vom Regionalbus machen das mittlerweile auch, eben über Fahrgastzählsysteme, quasi elektronisch automatisiert die Fahrgastmengen in den Fahrzeugen zu generieren. Wir gehen da momentan mit zwei unterschiedlichen Systemen rein, auch unabhängig von oder abhängig jeweils von den Fahrzeugen. Also in der U-Bahn sind es andere Systeme als jetzt beispielsweise bei den Bussen. Wir haben gerade in den U-Bahnhöfen und teilweise auch in den U-Bahn-Fahrzeugen auch videogestützte Fahrgastzählung. Das heißt, darüber kann ich auch wesentlich passgenauer sagen, wie voll ist ein Fahrzeug. Insbesondere bei der U-Bahn sind wir auch gerade dabei, das Ganze noch so zu verfeinern, dass wir auch wirklich quasi für das ganze Fahrzeug jeweils spezifisch sagen können, in welchem Bereich des Fahrzeuges ist es besonders voll, sodass ich dann im weiteren Schritt, soweit sind wir noch nicht, aber daran arbeiten wir momentan, auch wirklich die Menschen quasi am Bahnsteig so hinlenke, dass sie dann in die richtige, quasi in den richtigen Teil des Fahrzeuges einsteigen und nicht da alle einsteigen, wo es voll ist. Man kennt das in den Münchner U-Bahnen, ich glaube, bei der S-Bahn ist das aber ähnlich. An den Vorder- und hinteren Teilen ist es besonders voll, weil da die Wege zu den jeweiligen Auf- und Abgängen am kürzesten sind und in der Mitte ist es leerer. Aber auch das ist ein Thema, das deutlich auch auf die Attraktivität einzahlt, weil die Kundinnen einfach besser mitgenommen werden. Wir haben aber auch das Thema Auslastungsanzeige auf Basis dieser Systeme ausgearbeitet, weil wir gerade jetzt über die Corona-Zeit wahrgenommen haben, dass das ein starker Kundenwunsch war, weil viele Personen, die lange nicht mehr ÖPNV gefahren sind, einfach Sorge hatten, gedacht hatten, gerade bei der U-Bahn, die man ja nicht im Straßenverkehr sieht in der Regel, wie voll ist es denn da? Muss ich dann auf einmal, so wie es vor Corona war, mit 100 Leuten quasi auf kleinstem Raum stehen? Und da haben wir versucht, quasi über die Auslastungsanzeige zu sagen, nein, diese Fahrten beispielsweise sind eher schwach ausgelastet. Und andere sind dann aber vielleicht doch wieder voller. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du entsprechend auch deine Fahrzeiten anpassen, beziehungsweise eine andere Route wählen. Aber, und da unten steht es, auch da sind wir erst am Anfang. Diese ganzen Daten werden noch nicht systematisch erhoben. Wir haben für einzelne Bereiche quasi abgeschlossen, werden die Daten erhoben. Aber es ist dieser große Datenschatz, der da letztlich entsteht, der wird momentan noch nicht in dem Maße gehoben. Und da setzen wir auch in der Tat ja auch auf die Zusammenarbeit mit anderen Verkehrsunternehmen und natürlich auch mit denen in den ländlichen Regionen, weil wir der Meinung sind, die Themen, die uns in der Stadt betreffen, sind genauso auch im ländlichen Raum ja, relevant. Ein Thema, das vielleicht eher für die Elektro-Pkw-Fahrer interessant ist, aber ich wollte es zumindest kurz mal erwähnen, weil das in der Tat auch ein Thema ist, was das Thema Lasten beziehungsweise ja auch Stromversorgung betrifft, dass wir da auch wirklich ein quasi intelligentes Laden anbieten, bei dem quasi das Fahrzeug dann lädt, wenn letztlich der Stromverbrauch in dem jeweiligen Haus deutlich heruntergeht, weil wir festgestellt haben, gerade in den Abend-Nachtstunden, eigentlich auch logisch, ist der Stromverbrauch im Haus relativ gering, sodass ich da halt dann wirklich in der Zeit das Auto lade und dann eben nicht in den anderen Stunden. Ich glaube, darauf muss ich jetzt nicht weiter eingehen, aber ich fand es sehr spannend, auch zu sehen, wie man da einfach Prozesse effizienter gestalten kann und auch diese Sorge, dass jetzt über die Elektromobilität überall der Strom ausgeht, ein bisschen aushebeln kann, zu sagen, das wird nicht passieren, wenn nicht alle gleichzeitig laden, die Waschmaschine laufen lassen, die Spülmaschine laufen lassen und noch irgendwas, sondern man kann das intelligent aussteuern, weil in der Regel habe ich nicht die Notwendigkeit, alles gleichzeitig zu laden. Dann ein Thema, das aus meiner Sicht gerade für den auch ländlichen Raum interessant ist, weil wir da einfach das Thema haben, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten an Kapazitäten anzubieten und zum anderen einfach dieses große Thema der Personalkostenvorhaltung, ist das Thema automatisiertes Fahren. Da gibt es ja auch gerade in Bayern schon sehr viele Pilotprojekte, die auch wir sehr, sehr, sehr interessiert und teilweise fast schon neidisch beobachten, weil es manchmal gerade in der Stadt sogar eher langsamer geht. Und da sind wir bei vielen Projekten mittlerweile dabei. Wir hatten zur IAA auch, das sieht man hier in der Mitte, ein kleines Shuttle, das wir quasi einmal, wenn man so will, ja, um den Karolinenplatz und wieder vor zur Brienner Straße haben fahren lassen, einfach um mal zu verstehen, wie funktionieren diese Fahrzeuge zum einen im Straßenraum, aber auch in Kombination mit der Leitstelle, weil sie ja im besten Fall dann auch in das ÖV-System integriert werden sollen. Aber da haben wir schon festgestellt, dass insbesondere in einer eng befahrenen Straße oder dicht befahrenen Straße es einigermaßen schwierig ist. Das Fahrzeug ist gefühlt mehr gestanden, als dass es wirklich gefahren ist, weil immer irgendwas war.
sodass wir da festgestellt haben, da ist definitiv noch viel Luft nach oben und da müssen wir weiter forschen, sodass wir uns jetzt noch bei einem weiteren Forschungsprojekt beteiligt haben. Das nennt sich Tempus. Dort sind wir mit ganz vielen unterschiedlichen Partnern im Konsortium und wir arbeiten dort, und auch das ist ein Thema, wo ich sage, das hat durchaus Potenzial, an dem Thema Bus-Platooning. Also sprich, ich habe ein Fahrzeug, ein Bus, wo vorne noch ein Fahrer, eine Fahrerin drin sitzt, aber die weiteren Busteile, also Solobusse in der Regel, werden über eine elektronische Koppel oder elektronische Deichsel an das Fahrzeug gekoppelt und fährt quasi einfach hinten dran, sodass ich meine Kapazitäten beliebig quasi zuschalten oder auch wieder wegschalten kann, weil ich letztlich personalseitig immer nur eine Person habe. Die anderen kann ich dazu packen. Wir sehen da ein hohes Potenzial auch bei dem Thema Elektrifizierung unserer Busse, weil wir in München zumindest sogenannte Buszüge haben, also Solobus mit Anhänger, die Stand jetzt und auch in der Perspektive nicht elektrifiziert zur Verfügung gestellt werden können, weil einfach das Gewicht dieser Fahrzeuge zu groß ist, sodass wir da in der Tat ein hohes Potenzial sehen. Und wie gesagt, durch diese Flexibilität, die sich dadurch ermöglicht, glaube ich, dass das insbesondere auch für Schülerverkehre im ländlichen Raum durchaus interessant ist, wo man dann sagt, eben in der Schülerspitze, die halbe, dreiviertel Stunde packe ich noch ein paar Fahrzeuge mit dran. Und wenn es dann aber quasi an den regulären Tageseinsatz geht, dann kann ich hier auf jeden Fall auch die anderen wieder runternehmen. Und jetzt ist mein Bild gerade gehüpft. Ich weiß nicht, ob das bei den anderen auch ist, aber ich kann es auf jeden Fall relativ passgenau einsetzen. So, jetzt mache ich hier mal weiter. Ich hoffe, man sieht es so. So passt alles wieder, danke. Genau, halt. Ah, wunderbar, genau. So, jetzt muss ich nur schnell schauen, nicht, dass ich erst zu weit gehüpft bin. Nein, passt wunderbar. Genau, dann sind wir insgesamt nochmal bei dem Thema Digitalisierung auch von Tarifen, Tarifprodukten und Kommunikation, also sprich wirklich dieser unmittelbare Kundenbezug, wo wir auch dieses Thema Attraktivität, wie mache ich ÖPNV einfacher, wie können wir einfach diese Eintrittsbarrieren und diese Flexibilität, die das eigene Auto nun mal bietet, ein bisschen überspringen. Ich habe da mal ein paar einzelne Themen aufgeführt. Ich meine, alle von Ihnen werden es wissen. Der digitale Vertrieb von ÖPNV-Tickets ist jetzt nichts Neues mehr. Das gibt es seit über 10 Jahren. Aber wir sind da immer noch, oder wir haben noch immer einen weiten Weg vor uns. Wir werden in der Perspektive alle Tarifprodukte haben. Wir werden auch, wir hören es ja jetzt auch gerade bei den Bestrebungen der Landesregierung, das Thema Landestarif haben. Auch der soll natürlich digital ja, vertrieben werden. Gleichwohl sagen wir, das alleine macht noch nicht die Attraktivitätssteigerung, weil erstens ein Tarif jetzt kein Angebot ausbaut und zum anderen, nur weil er dann digital verfügbar ist, sehen wir jetzt noch nicht unbedingt quasi die große Attraktivitätssteigerung, die alle Leute ihr Auto stehen lässt. Sodass wir da wirklich sagen, da müssen wir auch noch stärker in die Verknüpfung reingehen. Gleichwohl versuchen wir natürlich auch den Kauf der Tickets deutlich zu vereinfachen, zu verbessern, auch hier vielleicht spielerische Elemente einzubringen, also sogenannte Stichwort Gamification, der sicher nur einen Teil unserer Kundinnen ja, anspricht, aber diese vielleicht wirklich auch an dieses System bindet. Wir haben ein ganz großes Trendthema, das sogenannte ID-Based Ticketing, das diesen klassischen Fahrscheinverkauf eigentlich obsolet macht. Also sprich, ich erwerbe quasi nur noch eine Fahrtberechtigung, die irgendwo im Hintergrundsystem gespeichert ist und bei einer Kontrolle zeige ich nur noch meine ID, also sprich meine Identität her und dann kann die Prüferin im Hintergrund einfach klären, Sinaida Cordes besitzt eine Fahrtberechtigung für diese Zeit, diese Fahrtstrecke auf diesem Fahrzeug. Und damit ist es quasi gegessen. Ich muss mir eben keine Gedanken mehr darüber machen, habe ich jetzt die richtige Zone, die richtige Uhrzeit, das richtige Ticket und so weiter. Das heißt, da sehen wir durchaus ein großes Potenzial. Voraussetzung dafür ist allerdings eine flächendeckende Internetabdeckung, weil natürlich die Kontrolle mit dem Background-System funktionieren muss. Das ist noch ein weiter Weg, aber wir gehen davon aus, dass das in den nächsten, naja, wir wissen es nicht so recht, 5 bis 10 Jahren, aber vielleicht an Fahrt gewinnen könnte. Ein Thema, das ich vorher auch angesprochen hatte, war das Thema Infotainment in den Fahrzeugen. Auch da sehen wir durchaus ein Riesenpotenzial. Wir haben es jetzt schon, aber da geht auf jeden Fall deutlich mehr, auch gerade was das Thema Attraktivität der ÖV-Fahrt betrifft, auch was die Informationen sind, die dann dort abgegeben werden. Auch da gehen wir davon aus, dass es auf jeden Fall ja, die Menschen einfach ja,
angenehmer macht, mit uns oder mit dem ÖPNV als solchen zu fahren. Beim Thema Routing, ich hatte es vorher auch schon angesprochen, haben wir noch große Potenziale. Stand jetzt ist das Routing ja mehr oder weniger statisch. Also wir haben natürlich Verspätungen etc. in DFAS drin, also dem ÖPNV-Routing-Auskunftssystem der Bayerischen Eisenbahngesellschaft. Aber auch da sehen wir eben beispielsweise mit dem Verschneiden anderer Daten durchaus die Potenziale, hier wirklich passgenauer routen zu können und natürlich auch über Modalitäten hinweg, also sprich nicht nur im ÖPNV, sondern auch dann über Carsharing oder in Kombination Fahrrad und Bahn etc., dass man dort einfach deutlich besser wird, noch als wir es Stand jetzt sind. In der Perspektive wird auch die Indoor-Navigation möglich und ausgebaut werden. Das ist natürlich dann primär im städtischen urbanen Raum relevant, einfach weil dort die Bahnhöfe größer sind und man sich da teilweise eben wirklich nicht so schnell zurechtfindet. Und wir haben in München auch in der Tat ein Produkt, das sehr angenommen wird und wo wir auch wirklich merken, dass da dieser Sprung dann in das ÖPNV-System gut funktionieren kann, das sogenannte Handyparken. Also letztlich ist es eine digitale Parkkauf-App, die mit der kommunalen Verkehrsüberwachung quasi gekoppelt ist. Und dort werden wir auch in der Perspektive die ÖV-Standorte und dann in der Perspektive aber auch die Abfahrtszeiten einbringen, sodass quasi, wenn ich mein Fahrzeug abstelle, ich auch gleich weiß, ich kann es hier abstellen und dann mit dem ÖV weiterfahren und irgendwann vielleicht sogar gar nicht mehr ins Auto steigen, sondern weiß dann gleich, ah, da ist doch meine Haltestelle oder ich bin wenigstens nur noch bei diesem Park-and-Ride-Bereich, aber nehme dann, wenn, sobald ich in die schwer belasteten Straßenräume auch reinkomme, kann ich mich im ÖV bewegen. Also auch da sehen wir einfach diese Verbindung unterschiedlicher Angebote als durchaus sinnvoll und notwendig an. Und das Ganze wird so ein bisschen gekrönt von dem Thema Digitalisierung auch der Kundenschnittstelle. Wir haben in München den sogenannten M-Login. Das ist ein Login, bei dem quasi für viele, viele Dienste, beispielsweise die EV-Fahrscheine, aber eben auch das Handyticket oder auch das Handyparken, quasi ein Login ist, bei dem ich einmalig meine ganzen Daten hinterlegen muss, also natürlich meinen Namen, meine Zahlungsdaten etc. und darüber aber dann ganz vieles nutzen kann. Und ich habe aber auch die Sicherheit, dass es quasi bei einem kommunalen Unternehmen liegt und nicht bei einem der Global Player, sodass wir da wirklich sagen, da können wir einen ganzen Blumenstrauß an Services anbieten und gleichzeitig es für die Kundinnen möglichst einfach machen, weil ich mich eben nicht fünfmal irgendwo anmelde, sondern nur ein einziges Mal und dann habe ich das alles quasi griffbereit aus einer Hand. Das Ganze, ich habe es ein bisschen angedeutet schon, mündet dann eigentlich bei dem Thema Plattform, in dem Fall natürlich einer Mobilitätsplattform, die wir jetzt in München auch aufgebaut haben, wo wir auch durchaus Potenziale sehen, wie das auch für den ländlichen Raum attraktiv sein kann. Was haben wir jetzt in München gemacht mit der sogenannten MVGO? Das ist letztlich ein Frontend, man sieht es hier auf dem Bild, bei dem quasi kartenbasiert sämtliche verfügbaren Fahrzeuge, also Sharing-Fahrzeuge, aber eben auch ÖV-Fahrzeuge angezeigt werden. Ich kann in dieser App quasi, wenn ich mich einmal angemeldet habe und alles Relevante angegeben habe, wie beispielsweise auch meinen Führerschein, wenn es um führerscheinpflichtige Fahrzeuge geht, dann wirklich auch das Fahrzeug aus dieser App rausbuchen. Und wir werden dort auch noch im Laufe dieses Jahres das ganze Thema ÖPNV-Ticketing integrieren, sodass ich dort dann auch meine Tickets kaufen kann, mich natürlich dann entsprechend auch im ÖPNV routen lassen kann, aber auch multimodal und auch dort mit diesem einen Login alles auf einmal nutzen kann. Wo wir durchaus darüber nachdenken, ist, dass wir sagen, das ist an sich jetzt erstmal auf den Raum München natürlich beschränkt, weil die meisten Sharing-Angebote sich nun mal in den urbanen Zentren bewegen, insbesondere was das Thema Mikromobilität betrifft. Aber auch da ist aus unserer Sicht durchaus Potenzial, das noch aufzuweiten, weil wir letztlich sagen, die Use Cases sind da relativ ähnlich. Wir haben ein weiteres großes Thema, das ist vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff, das Thema Mobility Inside. Das ist wirklich die deutschlandweite Vernetzung, wo wir gesagt haben, wir möchten gerne, also nicht nur wir alleine, sondern in dem Fall natürlich mit vielen, vielen Partnern, insbesondere mit der Deutschen Bahn, aber auch mit dem RMV, dem Rhein-Main-Verkehrsverbund, aber eben vielen anderen Partnern auch. Wir möchten quasi den Kundinnen des jeweiligen, ich sage jetzt mal örtlichen Verbundes oder Unternehmen die Möglichkeit geben, mit der bekannten, mit der eigenen App
in anderen Städten die Tickets für den ÖPNV zu kaufen und aber auch sich routen zu lassen. Das heißt, ich kann mich von München bis nach Frankfurt durchrouten lassen und die notwendigen Tickets kaufen. In der Perspektive dann auch den Fernverkehr, der ist jetzt noch nicht drin, aber kommt noch vermutlich im Laufe dieses Jahres rein. Aber ich kann mich dann auch in Frankfurt mit der gleichen App im ÖV routen lassen, weil ich dort auf die jeweiligen Routing-Systeme zurückgreife. Das heißt, auch hier ist wirklich dieses Thema Attraktivität oder Attraktivitätssteigerung des Gesamtsystems im Fokus. Und insbesondere bei Mobility Insight ist auch der Fokus zu sagen, das richtet sich gar nicht nur an die Unternehmen, die sowieso schon einen digitalen Vertriebskanal haben, sondern insbesondere auch an die kleineren Verbünde, kleineren Verkehrsunternehmen, für die sich der Aufbau einer eigenen Plattform schlicht nicht lohnt, weil die Dinger doch relativ teuer sind, sondern diese können dann eine White Label App kaufen oder bestellen, um dann eben in ihren Bereichen das Ganze auch anbieten zu können. Auch da muss man ehrlicherweise sagen, das schafft noch kein Angebot. Das muss trotzdem vor Ort sein. Aber ich kann zumindest dieses Thema ja, Attraktivität ein bisschen angenehmer machen und auch sagen, ich habe hier wirklich eine deutlich niedrigere Barriere, damit das Ganze, ja, damit ich mich besser fortbewegen kann. Und in diesem ganzen Fokus kommt dann letztlich noch das, quasi unser eigenes Mikromobilitätsprodukt MVG Rad, das wir in der Landeshauptstadt haben, aber auch im Landkreis München und Umlandgemeinden, wo wir genau eben gesagt hatten, die Mobilität macht ja nicht Halt an der kommunalen Grenze. Im Gegenteil, meistens wollen die Leute darüber hinaus, können aber auch nur kleinere Strecken sein, aber sie wollen letztlich sich hin und her bewegen können, sodass wir mit diesem Produkt das quasi Miet Frontend dafür ist die MVGo. Also in der App kann ich die Produkte mieten. Und da sehen wir auch wirklich, wie gut das funktioniert, dass man da auch wirklich über Grenzen hinweg geht. Und die App ist natürlich entsprechend auch in den Umlandgemeinden verfügbar, weil ja das Produkt dort ist. Das heißt, da ist natürlich in der Perspektive auch die Möglichkeit, wenn sich dort weitere Sharer, beispielsweise, wir haben jetzt schon Tier und Voi, tiefen integriert mit ihren Rollern beziehungsweise Scootern, also diesen Art Vespa, dass wenn die dann beispielsweise irgendwo im Landkreis München ihr Angebot auch erweitern, dann sind die entsprechend sowieso in der App drin und auch das erhöht dann letztlich die Einfachheit, das Ganze zu nutzen und entsprechend auch da die Attraktivität. Dann ein Thema, das natürlich in aller Munde ist, das Thema On Demand. Wir hatten vor Corona mit dem Isartiger einen sehr umfangreichen Piloten, wo wir einfach vor allem mal testen wollten, zum einen, wie ist die Software, also diese Pooling-Software, wie funktioniert es, wie funktioniert die Integration auch in unsere Leitstelle, um das Ganze dann natürlich ins gesamte ÖPNV-System integrieren zu können, aber auch, wie funktioniert das für die Kundinnen? Sind die überhaupt bereit, sich in ein Fahrzeug zu setzen, bei dem sich irgendjemand möglicherweise mit dazusetzt, wo ich nicht auf dem kürzesten Weg irgendwo hingebracht werde, sondern vielleicht einen Umweg fahre, weil ich eben jemanden anderen noch mitnehmen möchte. Also auch wirklich dieses ganze Thema Kundenakzeptanz haben wir sehr stark abgefragt und da sehr viele Erkenntnisse gewonnen, haben dann durch Corona letztlich das Ganze erstmal ein bisschen eingeschläfert, weil wir gesagt haben, das ist jetzt einfach in der momentanen Situation, sind die Aufwände, die jeweils notwendigen Anpassungen vorzunehmen, zu groß, haben aber jetzt nachher oder die Zeit genutzt, wirklich nochmal intensive Analysen zu fahren, auch Verkehrssimulationen, um wirklich auch den verkehrlichen Aspekt nochmal stärker in den Fokus zu rücken und sehen auch wirklich, wir haben da jetzt auch mit der PTV nochmal eine sehr umfangreiche Simulation gemacht, dass auch das Gesamtsystem ÖPNV wirklich von einem On-Demand-Service profitiert und quasi es eben nicht zu Kannibalisierungseffekten kommt für den ÖPNV, was man vielleicht vermuten könnte, sondern dass wirklich das Gesamtsystem stärkt und wirklich der MIV, dem MIV letztlich Fahrgäste, wenn man so möchte, ausgezogen werden, weil diese Attraktivitätssteigerung durch ein zusätzliches, auch passgenaueres Angebot einfach ja, Menschen dazu bewegt, auch ihr Mobilitätsverhalten zu ändern. Auch hier sind wir, und da gibt es ja gerade im Murnauer Bereich mit OMOBI sehr, sehr interessantes Startup, mit dem wir auch sehr engen Kontakt haben, die ja auch gesagt haben, gerade im ländlichen Raum, da ist kein Angebot, da tue ich mir schwer mit einer lustigen App, ich muss erst mal ein Angebot hinbringen. Und auch da sehe ich durchaus hohe Potenziale zu sagen, gerade für diese Bereiche macht wirklich Digitalisierung neue Geschäftsmodelle möglich und ich kann wirklich bedarfsgerecht
Fahrzeuge irgendwo hinschicken und dann vielleicht sogar noch gepoolt, sodass ich dann quasi die Bedürfnisse wirklich befriedige, ohne eben diese warme Luft durch die Gegend zu fahren und ohne auch ein starres Fahrplanangebot zu haben, wo ich, wenn ich dann schaue, sage, oh, in 40 Minuten fährt mein Bus, ja, dann fahre ich aber doch mit dem Auto, weil so lange mag ich jetzt nicht warten. Also, dass ich hier wirklich noch stärker die Möglichkeit habe, die Leute auch abzuholen. Und wenn man das dann auch noch sinnvoll integriert und eine sinnvolle ja, User Experience dran packt, dass es auch leicht ist, das Ganze zu buchen und dann vielleicht noch die Verknüpfung auch mit dem ÖPNV herbekomme, dann ist aus meiner Sicht, kann dadurch wirklich ein wachsendes und sehr attraktives Gesamtsystem werden, das auch eben nicht nur in den urbanen Zentren, sondern durchaus auch, wenn nicht sogar gerade dort im ländlichen Raum ja, sich verfestigt, weil auch letztlich in den urbanen Zentren sind diese On-Demand-Services ja in der Regel eher an den peripheren Bereichen angesiedelt, weil man einfach sagt, zum einen haben auch da natürlich die Städte das Thema warme Luft durch die Gegend zu fahren, einfach sagen, wir müssen hier ein effizienteres Angebot zur Verfügung stellen. Und zum anderen ist dort das Angebot an sich immer schon relativ oder im Verhältnis zumindest schlechter, einfach weil entsprechend auch die Bevölkerungsdichte das nicht hergibt. Gleichzeitig würden wir ein Angebot wie den Isartiger immer auch als Ergänzung für quasi die Fahrten auch in die Innenstadt betrachten, weil wir einfach sagen, ich muss beides mit anbieten, ich muss dieses Thema quasi Zubringer zur nächsten ÖV-Haltestelle habe ich quasi im Angebot, aber ich muss auch, wenn es halt der Fahrtwunsch ist, dann die Fahrgäste natürlich auch gepoolt, wenn es mehrere sind, auch wirklich dann an ihren eigentlichen Zielort bringen. Und in dieser Kombination wird das Gesamtsystem aber dann auch deutlich attraktiver. Genau, das war es ganz kurz. Ich habe dann ein paar Fragen und beziehungsweise auch noch ein paar Anregungen an die Zuhörerschaft. So ein Thema hatte ich jetzt mehrfach schon angesprochen, das ist das Thema Geld. Das heißt, was müssen, welche Weichen müssen wir für die Zukunft stellen? Aus meiner Sicht muss die Finanzierung des gesamten Systems sichergestellt sein und auch vielleicht komplett neu überdacht werden, weil was wir leider doch immer wieder feststellen ist, die Digitalisierung kostet Geld und die Skaleneffekte, die in anderen Bereichen durch Digitalisierung erreichbar sind, die sind für die ÖPNV-Unternehmen oder auch die Verbünde nur bedingt erreichbar. Wir haben jetzt als Verkehrsunternehmen unterliegen wir dem Kommunalrecht, das heißt, unser Handlungsspielraum ist ohnehin einigermaßen eingeschränkt, aber auch ein Verkehrsverbund, selbst wenn er sich erweitert, hat irgendwann, also ja, der Skaleneffekt ist einfach nicht in dem Maße erreichbar, wie man ihn eben sinnvollerweise bei Digitalisierung erreichen könnte. Das heißt, hier müssen wir zum einen stärker noch zusammenarbeiten, aus meiner Sicht, um zumindest die Kosten, die entstehen, auf mehrere Schultern zu verteilen, aber auch insgesamt das System, was gerade das Thema Angebot betrifft, nochmal deutlich mit mehr Geld ausstatten, weil die Digitalisierung wird nicht alles richten können. Für manche Sachen brauche ich einfach mehr Angebot und mehr Infrastruktur und das kostet Geld. Und wie gesagt, das ganze Thema Potenziale der Digitalisierung kann auf jeden Fall noch deutlich, ja, die Potenziale können auf jeden Fall noch gehoben werden und abgeschöpft werden. Es gibt schon sehr, sehr viel. Es gibt auch viele, viele Forschungsvorhaben. Was wir da in der Tat wahrnehmen, ist, dass es teilweise fast zu viele sind, die nicht unbedingt koordiniert sind untereinander. Teilweise, das ist dann aber eher fast schon Thema des Bundes, kommen aus einem Ministerium unterschiedliche Calls zu sehr ähnlichen Förderthemen, die dann ja unterschiedliche Förderprojekte zur Folge haben, bei denen man nicht weiß, auf welcher Hochzeit sollen wir jetzt mittanzen. Wir können nicht alles gleichzeitig bedienen. Das heißt, da wäre aus meiner Sicht auch wirklich eine deutlich bessere Koordinierung auch ja, der Forschungsprojekte, aber auch der Verteilung der Fördergelder durchaus sinnvoll, um wirklich gezielter die Potenziale auch zu heben, die durchaus bei dem ganzen Thema drin sind. Ein Thema, ich hatte es jetzt mehrfach schon gesagt, das Thema Attraktivitätssteigerung. Die Vereinfachung von Tarifen schafft kein Angebot. Wir müssen Angebote und wirklich physisches Angebot schaffen. Wir müssen den Menschen die Möglichkeit geben, von A nach B zu kommen und das nicht nur im Einstundentakt. Und entsprechend in den urbanen Zentren natürlich auch die Leistungsfähigkeit der bestehenden Systeme gewährleisten, weil sonst die Störungen so hoch werden, dass das Ganze unattraktiv wird. Und das ist nochmal das Thema Daten, was ich vorher ganz kurz angesprochen hatte, was aus meiner Sicht insbesondere für die kommunalen Unternehmen, aber auch Verbünde notwendig ist, ist wirklich auch die Stärkung gegenüber den Global Player. Wir sehen immer wieder Bestrebungen, die primär von der EU kommen, aber teilweise dann auch vom Bund übernommen werden,
dass gerade die kommunalen Unternehmen ihre Daten zur Verfügung stellen sollen, mit denen dann andere das Geld verdienen können. Und quasi den Unternehmen vor Ort wird es aber verwehrt, weil es entweder das Kommunalrecht nicht hergibt oder wir müssen zumindest diese Daten mit hohem Aufwand zur Verfügung stellen. Also auch da ist aus unserer Sicht wirklich notwendig, noch mehr regulativ einzugreifen, beziehungsweise auch da Regeln aufzustellen. Da gibt es mittlerweile gute Bestrebungen, auch mit der neuen Mobilitätsdatenverordnung geht es in die richtige Richtung. Aber aus unserer Sicht muss man da einfach ständig das Thema im Blick behalten, weil die Lobbytätigkeiten gerade dieser Global Player sind einfach deutlich mehr, als die Kommunalen mit ihren Verbänden jemals hinbekommen. Und da muss man einfach sakrisch aufpassen, sagt man auf Bayerisch. Genau, das ist war mein kurzer Impuls und jetzt wirklich auch die Bitte an Sie alle, Feedback zu geben, zu sagen, was hat gefehlt, wo können wir vielleicht besser werden, was haben wir nicht bedacht. Genau, und ich würde mich freuen, wenn wir noch ein paar Minuten diskutieren können. Ich glaube, 20 haben wir noch. Genau, super, vielen herzlichen Dank. Großer Applaus für Sie, Frau Cordes, für diese wahnsinnig kompakten und schnellen, aber auch sehr verständlichen Ritt durch die verschiedenen Themen. Hat großen Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören. Vielen, vielen Dank. Ihr könnt und Sie können jetzt gerne weitere Fragen eingeben. Es sind noch nicht so wahnsinnig viele da. Wir haben jetzt, glaube ich, so 8 oder 9 Fragen jetzt bis jetzt da. Bei eines habe ich auch eine Rückfrage reingeschrieben, weil zumindest mir die Frage nicht verständlich war. Sie insofern gern sich nochmal mit dem Fragetoolbox beschäftigen. Ehe der Fabian gleich die ersten Fragen aus der Zuhörerschaft einbringt, habe ich aber schon auch noch 1 bis 2. Zunächst noch ein Statement. Also vielen Dank, dass Sie das mit dem Geld am Schluss auch noch angesprochen haben. Sprechen Sie mir sehr aus der Seele. Ich denke, dass der ganze ÖPNV-Bereich bundesweit sehr deutlich unterfinanziert ist. Wir haben krass steigende Anforderungen und Kosten. Sowohl beim Infrastrukturausbau galoppieren die Kosten davon, Materialmangel etc. Wir haben bei Personalkosten überdurchschnittliche Entwicklungen nach oben und wir haben vor allem auch immer mehr Anforderungen. Und die Digitalisierung ist ein weiterer Faktor, der einfach ja zwar Vorteile verschafft, wie wir ja gerade gehört haben, aber eben auch erstmal Investitionen erfordert. Und da kommen wir mit den momentanen finanziellen Ausstattungen, glaube ich, nicht dorthin, wo wir hinkommen wollen. Deswegen brauchen wir in meinen Augen zum einen vom Bund eine deutliche Erhöhung der sogenannten Regionalisierungsmittel für die Fachleute unter Ihnen und unter euch. Das wird ja auch gerade verhandelt. Unsere Fraktion macht da Druck. Steht im Koalitionsvertrag ja auch drin, dass sie erhöht werden sollen. Die Frage ist bloß, wie viel? Ich meine, es sind erste Schritte getan, aber das reicht nach wie vor hinten und vorne nicht, meines Erachtens. Das, was erfolgt ist, das reicht vielleicht, um den nicht erfolgten Anstieg der letzten Jahre nach und nach auszugleichen. Wir brauchen einen sehr viel größeren Sprung nach vorne. Und die zweite Sache, wo wir uns als Gesellschaft Gedanken machen müssen, ist meines Erachtens, es kann nicht weiterhin so sein, dass Autofahren vergleichsweise billig ist und Parken eben vergleichsweise billig ist in den Städten, die ÖPNV-Benutzung. Aber je nachdem, wie man es rechnet, immer noch eine Stange Geld kostet. Ich meine, die MVV-Jahreskarte für ein Gesamtnetz über 2000 Euro, das ist halt auch ein Geld. Ich weiß, was ein Auto kostet, dass man genau weiß, es ist nicht, weil es ja überhaupt gar keins, aber da liegen wir beim Doppelten. Aber nichtsdestotrotz ist die Einstiegshürde für sehr viele Leute zu hoch. Und deswegen müssen wir nicht nur das Angebot erhöhen, sondern in meinen Augen auch die Ticketpreise senken. Da langt uns das Geld dann dreimal nicht. Deswegen brauchen wir eine zusätzliche Finanzierungssäule, mit der wir mehr zusätzliche Einnahmen für den ÖPNV generieren, neben den Ticketverkäufen, die wir momentan als erste Säule haben und den Zuschüssen aus der öffentlichen Hand als zweite Säule. Da gibt es die verschiedensten Wege, ist ein separates Thema, könnten wir vielleicht auch mal ein Webinar machen und interessante Gäste einladen. Auf jeden Fall brauchen wir meines Erachtens deutlich mehr Geld. Insofern vielen Dank, dass Sie auch in diesen Aspekt mit aufgenommen haben. Eine Frage von mir, eine Verständnisfrage durchaus, das MVGO. Also es geht um Tarife und um den, wir hatten heute im Verkehrsausschuss das Thema Landestarif und hatten eine sehr ernüchternde Vorstellung des Bayerischen Verkehrsministeriums. Da bastelt man jetzt ja schon seit 4, 5 Jahren umeinander, hat schon alle möglichen Gremiensitzungen und einen abgehaltenen Arbeitskreis gegründet. Ja, das ist sehr schön. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, gründe ich einen Arbeitskreis und will es dann bis zum Jahr 2027 in 5 Jahren einmal so weit sein, dass es einen Landestarif gibt, etwas, was in Baden-Württemberg schon längst selbstverständlich ist. Da soll dann am Schluss dann irgendwann auch einmal ein E-Ticketing mit dabei sein. Das ist mir alles viel zu langsam. Das haben auch die Kolleginnen und Kollegen der verschiedenen meisten Fraktionen so gesehen.
heute. Wir haben ja in München haben wir zum einen einen Verkehrsverbund mit dem MVV, haben aber auch jetzt interessante E-Ticketing-Möglichkeiten, die Sie angesprochen haben, auch mit der MV Go, in der sehr viel drin ist. Können wir das nicht einfach ausweiten? Oder auch Mobility Insight, haben Sie gesagt, dieses Projekt, in dem vom VDV und so weiter, das ja bundesweit ist, wo ich kürzlich darauf aufmerksam geworden bin, dass es da auch schon eine App gibt, nämlich Wohin du willst, habe ich überhaupt nicht gekannt. Und es ist ja jetzt so, dass ich mich überhaupt nicht mit Verkehrsthemen beschäftige. Habe ich dann auch gleich installiert, ausprobiert. Das war gar nicht mal so uninteressant, zumindest auf dem Land. Ich habe da mal eine Niederbayern-Strecke ausprobiert. Hätte ich tatsächlich kaufen können, das Ticket da drin. Also es tut sich ja schon was. Aber von einer Marktdurchdringung eines einfachen, einheitlichen Systems sind wir da noch sehr weit entfernt. Können wir nicht einfach das nehmen, was Sie haben, bayernweit? Also grundsätzlich ja. Also wir sind aber auch in der Tat mit den Kollegen von der BEG da im Austausch, merken aber auch, dass, ja, wie soll man sagen, dass da, glaube ich, zu viel auf einmal gewollt wird und man sich darüber hinaus, das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja, so ein bisschen verzettelt. Also das Thema Landestarif sehen wir auch. Ich glaube, da ist primär der politische Druck drauf. Ich hatte ja vorher gesagt, das ist erstmal ganz nett, aber das Angebot muss halt auch da sein, weil selbst wenn ich einen Landestarif habe, aber der Bus halt nicht fährt, dann habe ich halt nicht viel davon. So, das heißt, ich glaube, da ist das Geld vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wäre es vielleicht besser investiert, aber das sind dann politische Themen, die, glaube ich, dann auch dort besprochen werden müssen. Grundsätzlich ja, also die MVGO, genauso wie jetzt auch unsere bestehende Fahrinfo. Wir haben einen eigenen Ticketshop, der auch dann den Landestarif, je nachdem wie er ausgestaltet ist, aber mit ziemlicher Sicherheit abbilden können wird. Das heißt, man könnte das durchaus einfach hernehmen. Und auch Mobility Insight hat ja letztlich genau das zum Ziel, nämlich flächendeckend Tickets zu verkaufen, wurscht erstmal, welche es dann sind. Auch das wäre durchaus möglich. Auch da haben wir den Kolleginnen im Staatsministerium das auch schon angedient und gesagt, naja, das ist dann halt nicht die bayerische Lösung, es ist halt dann die deutschlandweite. Aber es wäre vielleicht gar nicht so blöd, weil auch Bayern hat seine Grenzen und auch Bayerinnen bewegen sich ab und zu mal über die Grenzen Bayerns hinweg. Das wäre vielleicht gar nicht doof. Also das heißt, ich habe gehört, dass das so ist. Ich bewege mich natürlich nur in Bayern, aber andere bewegen sich vielleicht darüber hinaus. Nein, Scherz beiseite. Also grundsätzlich ja, es ist durchaus möglich, die Technologie ist da. Das ist sicher nichts, was ich jetzt übermorgen fertig habe, aber wenn man sagt, man möchte das und dann auch entsprechend die Aufwände kennt und die Anforderungen, dann ist es durchaus was man in einem, ich sage jetzt mal, akzeptablen Zeitraum von 1,5 Jahren auch umgesetzt bekommt und das dann aber auch eben über den kleinen Bereich trägt und dann eben letztlich die Skaleneffekte, die ich angesprochen habe, zumindest in ein bisschen realistischere Sphären rückt. Weil, also wir haben es uns mal ausgerechnet, die Ausgaben, die man hat, die sind eigentlich schon, selbst wenn ich es auf Bayern hochschiebe, langt es noch nicht, weil einfach auch die Margen natürlich begrenzt sind, weil die Tickets auch nicht so teuer sind, was ja gut ist. Aber da verdiene ich einfach noch kein Geld, beziehungsweise bin noch lange nicht kostendeckend. Wenn ich es wirklich sinnvoll machen will und halbwegs wirtschaftlich, muss ich auf viele Schultern verteilen und dann wäre eigentlich Deutschland quasi der geeignete Rahmen. Und wenn sich da der Freistaat anschließt, würde das natürlich sehr begrüßen. Wir sind da auch, wie gesagt, gerade dran, mit den Kollegen vom Staatsministerium, aber auch der Bayerischen Eisenbahngesellschaft zu sprechen, haben aber jetzt nicht den Eindruck, dass die unbedingt von ihrem bestehenden Plan abweichen wollen, einfach weil der politische Druck groß ist und die, ja, meiner Einschätzung eher quasi mit den bestehenden Anbietern arbeiten wollen, weil sie die halt auch schon kennen. Gut. Fabian, jetzt pfusche ich dir dazwischen und ziehe dann doch eine Frage auch gleich noch rein, weil es unmittelbar so hervorragend dazu passt, finde ich jedenfalls. Und zwar eine Person fragt Mobility Insight und fährt auf der einen Seite fertig, auf der anderen Seite. Wo sind jetzt die Unterschiede? Was ist jetzt da besser? Das passt deswegen so schön, weil wir beim letzten Webinar vor 2 Wochen oder wann das war, eben fertig vorgestellt haben und uns das einmal näher angeschaut haben. Mhm. Und ich kenne selber fertig aus der Schweiz. Da sind wir eigentlich bei einem System, was einen Zustand hat, wo ich sage, ja, so hätte ich es gerne in Bayern auch. Oder von mir aus auch gerne in Deutschland. Also da bin ich zugegebenermaßen auch nicht oft. Also sowohl als auch. Und da kann ich an jeder beliebigen Haltestelle stehen, egal ob das eine Straßenbahn ist oder Zug oder sonst irgendwas. Und schiebe einmal den Regler am Handy auf der SBB-App nach rechts. Und wenn ich aussteige, wieder nach links. Und dann kriege ich am Ende des Tages oder des Abrechnungszeitraums den günstigsten
Tarif abgerechnet. Das ist einfach super. Und ich muss mich einfach um gar nichts mehr kümmern. Und mir ist das völlig wurscht, wer der Betreiber von dieser Straßenbahn oder von dem Bus oder sonst irgendwas ist. Also da für mich als Gelegenheitstourist, der da nur selten ist, ist das einfach perfekt. Die haben das ja schon. Warum bauen wir, also nicht, dass ich jetzt Werbung für fertig machen will, verstehen Sie mich falsch. Und das liebes Auditorium hier auch nicht. Mir ist das im Endeffekt wurscht, wer das macht. Hauptsache, es funktioniert und wir haben mehr Fahrgäste im ÖPNV. Das ist ja das Ziel. Ist das jetzt besser wie Mobility Insight? Passt um die fertig nach? Kann man das nicht einfach nehmen oder was machen wir da? Also von der technischen Seite bin ich völlig bei Ihnen. Klar, man kann auch das nehmen. Das Problem, das wir insbesondere in Deutschland, aber auch schon in Bayern sehen, ist einfach die Kleinteiligkeit der ÖPNV-Branche, aber letztlich vor allem auch der Tarife. Also der Verbundtarife, teilweise gibt es ja nicht mal Verbünde. Das heißt, ich habe da eine irrsinnige Diversität an Systemen, die ich irgendwie unter einen Hut bringen muss. Und das ist im Wesentlichen auch die große Herausforderung bei Mobility Insight zu sagen oder auch die Idee dahinter zu sagen, ich versuche es zumindest mal für die Endkunden möglichst einfach zu machen, dass die Person sich nicht mehr mit den unterschiedlichen Regularien, Zonen, Waben, was es alles gibt, ganzen Bestimmungen irgendwie auseinandersetzen muss, sondern die sagt nur, ich will von A nach B und dann kriege ich die notwendigen Tickets dafür. Momentan sind es noch unterschiedliche, im besten Fall und perspektivisch wird es dann auch wenigstens nur noch ein Ticket, also ein QR-Code sein und Mobility Insight kümmert sich dann letztlich um die Verteilung nach den jeweiligen Logiken an die einzelnen Stellen, Verkehrsunternehmen, Verbünde, sodass dann entsprechend auch die Einnahmen weiterverteilt werden können. Also eigentlich ist auch das nur eine Krücke, diese große Diversität irgendwie zu überbrücken, damit es zumindest mal für die Nutzerinnen einfacher wird. Natürlich wäre es am einfachsten, das war das, was ich auch mit ID-Based Ticketing vorher meinte, das ist dann quasi der nächste Schritt. Ich muss nicht mal mehr angeben, dass ich im Auto, im Fahrzeug bin oder nicht, sondern ich habe einfach eine Berechtigung, die habe ich mir erworben, entweder weil ich ein Abo habe oder ich sage, ich mag jetzt dahin fahren. Und dann habe ich einfach quasi nur noch dann bin ich einfach nur ich muss mich ausweisen können. Da brauche ich nicht mal mehr ein Telefon dafür, wenn ich das beispielsweise als irgendwo online mal gekauft habe. Und quasi die Kontrolle, die läuft dann am Ende über ein Hintergrundsystem, wo ich mich nur noch ausweisen muss. Also das ist quasi die Perspektive aus meiner Sicht, dass es am allereinfachsten macht, weil dann ist es für die Nutzer das Leichteste. Und das muss es ja aus meiner Sicht sein. Da kann ich im Hintergrund immer noch irgendwelche komplexen Tarifsysteme dahinter haben, aber dann wird es leichter. Aber in der Perspektive, bis das kommt, wäre es aus meiner Sicht schon einfacher zu sagen, ich habe wenigstens eine App, die dann entsprechend eben die unterschiedlichen Tickets so miteinander verknüpft, dass es zumindest in der User Experience, wie man neudeutsch sagt, irgendwie einigermaßen attraktiv wird. Und vielleicht noch auf Ihre Frage, wenn ich Sie richtig verstanden habe, was nochmal der Unterschied ist auch zwischen der MVGO und Mobility Insight. Wir sind hier in der Tat ein bisschen, wie soll man sagen, zweisträngig losgegangen, weil wir gesagt haben, das sind letztlich unterschiedliche Betrachtungswinkel. Mobility Insight hat eben primär das Thema ÖPNV im Fokus, zumindest jetzt im ersten Schritt, um dieses überregionale Durchbuchen und überregionale Routing abbilden zu können, das eben schon einigermaßen komplex ist. Und mit der MVGO haben wir wirklich diesen starken Fokus auf dem Thema Intermodalität und Multimodalität, dass man in dem jeweiligen Raum, in dem man sich bewegt, alle zur Verfügung stehenden Modi möglichst einfach nutzen kann. In der Perspektive werden aber diese beiden Themen im Backend quasi dann auch verschnitten. Also wir sind auch jetzt schon, wir sind ja ein Teil von Mobility Insight, aber wir prüfen, wie wir auch Komponenten, die wir für die MVGO nutzen, entsprechend für Mobility Insight nutzbar machen können, beziehungsweise bei einer Komponente tun wir das auch schon, dem sogenannten Meta-Router, der eben das Thema überregionales Routing bedient, also sprich quasi immer den örtlichen Router anzapft und auch die sogenannte WSD-Schnittstelle der DB, um quasi das ÖV-Routing herzustellen, aber dann auch gleichzeitig andere Modi anzeigt, im Sinne eben eines multimodalen Routings, sodass ich dann beispielsweise, wenn ich dann eher kleinere Strecken abfrage, mir dann auch angezeigt wird, hier könntest du mit einem Leihradsystem fahren oder einem Scooter oder. Das ist natürlich beim intermodalen, beim überregionalen Routing nicht wirklich sinnvoll, außer vielleicht bei Carsharing. Aber ich möchte jetzt nicht von München nach Frankfurt mit dem E-Scooter fahren. Ich glaube, das ist einigermaßen unentspannt. Da steige ich dann doch lieber in die Bahn. Aber genau
da versuchen wir dann auch wirklich die Synergien zu heben und zu sagen, manche Sachen möchten wir einfach in München auch schneller anbieten, weil hier einfach auch der Druck größer ist. Aber in der Perspektive soll auch das dann in Mobility Insight eingebracht werden. Und gleichzeitig bringt Mobility Insight dieses ganze Thema Überregionalität mit, sodass wir am Ende dann wirklich einen großen Blumenstrauß an Angeboten haben. Super, ja, vielen Dank. Dann jetzt aber der Fabian. Genau, ich versuche mal ein paar Fragen aus der Nutzerinnensicht heraus einzubringen, die vor allem die Echtzeitauslastung und deren Anzeigen betreffen. Die eine ist ein bisschen hypothetisch, inwiefern auch die Preisgestaltung davon abhängig sein könnte. Das muss ja nicht gleich in der Überbuchung, wie es Menschen aus dem Flugbereich erkennen, enden. Aber tatsächlich auch mit sehr konkreten praktischen Nutzen für Fahrrad, Rollstuhl oder Kinderwagenmitnahme. Ist die Auslastung oder beziehungsweise die Belegung der Fahrzeuge und die Möglichkeit zur Mitnahme eine durchaus entscheidende Information, wie sie an den Haltestellen ja durchaus mit Rolltreppen und Aufzügen schon verfügbar ist. Wie sieht es damit aus? Der zweite Block ist etwas technischerer Natur. Und zwar betrifft vor allem die genannte Predictive Maintenance, also die vorausschauende Fehlererkennung, inwiefern die Erfahrungen hier auch auf ja, Verkehrsmittel aus anderen Verbundstrukturen wie der S-Bahn München in dem Fall übertragen werden können, also von der Gleisinfrastruktur als auch der Fahrzeuge, inwiefern da quasi Schnittstellen oder Erfahrungsaustausch stattfindet und eben auch hier die automatisierten Fahrformen auf den Gleisen ja gewisse Vereinfachung hätten. Wahrscheinlich jetzt eher so die Frage, was ist in die Richtung geplant? Die benannten Beispiele sind ja vor allem auf Rädern fahrend. Damit belasse ich es jetzt mal. Bitte gebe Ihnen das Wort. Danke. Genau, also vielleicht das erste, das Thema auslastungsbasiertes Routing, das ist in der Tat was, wo wir dran sind, wo wir auch mit der BEG, also eben als Bereitsteller für DFAS, auf dem ja unser Routing fußt, ja, diskutieren, wie wir das sinnvoll hinbekommen. Das ist nicht ganz trivial, weil wir Stand jetzt noch keine Echtzeit-Auslastungsdaten haben, sondern nur historische Daten. Die sind zwar einigermaßen valide, können aber im blödesten Fall auch mal nicht stimmen. Beispielsweise bei Platzregen wird erfahrungsgemäß, werden dann die Fahrzeuge schnell sehr voll und dann ist es extrem ärgerlich, wenn mein Routing aber sagt, naja, gestern war es um die Uhrzeit aber leer. Das heißt, da müssen wir einfach dann auch wirklich sehr, sehr valide und Echtzeitdaten haben, damit das sinnvoll funktioniert. Aber da sind wir in der Tat dran. Gerade natürlich dann auch bei der Mitnahme von, ich sage jetzt mal, Kinderwagen oder natürlich auch für Mobilitätseingeschränkte ist das sehr, sehr relevant. Beim Thema Preisgestaltung zurzeit, da gibt es zumindest im MVV-Raum ja durchaus die unterschiedlichen Abstufungen bei den Abos. Also es gibt das sogenannte die Isacard 9 Uhr, die erst ab 9 gilt und dann etwas günstiger ist als die, die quasi zu jeder Zeit gilt. Aber auch da gibt es durchaus Ideen, wie man das auch gar nicht nur zeitlich, sondern auch räumlich ja, den Preis beeinflussen kann. Beispielsweise, dass man sagt, nutze lieber Tangenten und fahre nicht übers Zentrum, dann fährst du vielleicht ein bisschen länger, aber es wird günstiger. Das sind aber natürlich Themen, die dann verbundweit auch diskutiert werden müssen und auch entschieden werden müssen. Und nachdem es da an die Einnahmen der Unternehmen geht, ist auch das nicht ganz trivial. Aber es ist auch als Potenzial durchaus identifiziert. Aber eher ein dickeres Brett. Ich gehe davon aus, dass das Thema auslastungsbasiertes Routing schneller kommen dürfte. Beim Thema Predictive Maintenance, ja, also klar, wir sind mit den Kollegen auch der S-Bahn da im Gespräch, wobei auch. Also da gibt es zwei Handlungsstränge. Das eine ist dieser Fokus, quasi wie das Ganze dann in die jeweiligen Betriebshofmanagementsysteme implementiert wird. Das zweite ist ein Thema, nämlich das Thema Daten und die großen Industrien. Wir haben bei unseren Fahrzeugen häufig das Phänomen, dass uns zwar das Fahrzeug gehört, aber nicht die Daten, die das Fahrzeug generiert. Das heißt, auch da müssen wir einfach ja, mit den Herstellern sehr hart ins Gericht gehen, beziehungsweise uns da einfach sehr hart mit denen auseinandersetzen, wie wir auch die Daten, die das Fahrzeug natürlich generiert, auch selber nutzen können und entsprechend auch mit anderen Systemen verknüpfen. Aber auch das wäre natürlich im besten Fall irgendwann alles vollautomatisch, sodass es dann auch im Routing sich wiederfindet. Stand jetzt ist es natürlich schon so, dass unsere Leitstellen miteinander sprechen, beispielsweise bei einer größeren S-Bahn-Störung, dass dann auch entsprechend auf die U-Bahn beziehungsweise Trambahnen verwiesen wird und vice versa, da wo es natürlich dann die
Wegebeziehungen hergeben. Also das heißt, auch weil sie jetzt operativer Ebene nicht digital gestützt, funktioniert das, aber bis das Ganze dann wirklich auch ja, digital funktioniert, das ist auch nochmal leider ein relativ dickes Brett. Und das Thema automatisierte Fahrzeuge auf Gleisen ist zumindest für uns momentan etwas in den Hintergrund getreten, weil wir einfach wahrnehmen, dass es extrem teuer wird und die Effizienzsteigerungen überschaubar sind, sodass wir uns wirklich momentan eher auf das Thema quasi ja, automatisiertes Fahren auf Gummireifen fokussieren, weil wir dort einfach deutlich höhere Synergien sehen, weil ich natürlich dadurch, dass es in der Regel auch kleinere Gefäße sind, deutlich höhere Personalkosten habe. Und gerade bei dem Thema On-Demand-Services, weil ja die Kapazitäten oder der Fahrzeuge ja deutlich geringer sind, ist da dann auch wirklich der entscheidende wirtschaftliche Faktor, würde zu sagen, wenn die vollautomatisch fahren, das ist natürlich noch ein paar Jahre hin, dann kommen die auch wirklich in eine Wirtschaftlichkeit hinein, die dann wirklich attraktiv ist. Das heißt, momentan ist bei uns der Fokus in der Tat automatisiertes Fahren mit Gummireifen, aber auch da verlieren wir das ganze Thema automatisiertes Fahren auf den Gleisen nicht aus den Augen, ist aber Stand jetzt wirtschaftlich einfach nicht so sehr im Fokus, weil es da einfach noch deutlich ja, schwierigere oder restriktivere Rahmenbedingungen gibt, die das momentan noch nicht wirtschaftlich darstellen. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Cordes. Und danke auch für die Fragen an alle. Wir sind auch tatsächlich schon am Ende unserer Zeit angekommen. Bei dem automatisierten Fahren fällt mir auch nochmal der Verkehrsausschuss heute Nachmittag ein, den wir im Bayerischen Landtag gehabt haben. Wir haben uns einen Ausblick gegeben über eine mögliche bessere Schienenanbindung des Flughafens München. Wir befassen uns mit allen möglichen Teilthemen des ÖPNV und SPNV in Bayern. Im Verkehrsausschuss sind wir ja zuständig. Ja, da wurde dann auch ein Ausblick gegeben, wer was jetzt noch alles an Zügen da zum Flughafen fahren soll auf der bestehenden Strecke, bis irgendwann am Sankt-Nimmerleins-Tag dann plötzlich eine Neubaustrecke Ingolstadt, Flughafen München vom Himmel fallen soll. Ich habe dann nachgefragt, diese zusätzlichen Züge, die jetzt vorher auf der S1-Strecke fahren sollen, wie sollen die denn da hineinpassen? Die Strecke ist jetzt schon völlig unzuverlässig und völlig überlastet. Käme da raus, ich wohne da. Einer, der aus dem Auditorium hat auch nach der Oberschleißheimer Weiche gefragt. Diese Weiche kenne ich auch persönlich sehr genau, macht mich immer wieder wahnsinnig. Und die Antwort war dann, ja, die Strecke wird jetzt digitalisiert und dann ist das kein Problem. Dann kann man da viel mehr fahren. Und genau das glaube ich nicht. Es ist nicht ganz genau autonomes Fahren, aber es hängt damit zusammen mit den verschiedenen ETCS-Levels. Und ich meine, das ETCS-Level 2 in der Schweiz gibt es ja schon Erfahrungen, wie viel mehr Kapazität man dann da fahren kann. So arg viel ist es nicht. Da bin ich ganz bei Ihnen, wie Sie gesagt haben. Gut, das nur Ja. kurz zur Abrundung und zum Abschluss. Unsere Zeit ist leider schon wieder rum, ist verflogen. Verflogen wie im Fluge, nein, wie sagt man da, es ist sehr schnell verflogen. Das lag an Ihrem lebendigen und sehr gut verständlichen und guten und kompakten, hochinformativen Vortrag und Fragebeantwortung. Vielen herzlichen Dank dafür. Vielen Dank an alle Teilnehmenden fürs Dabeisein. Präsentation und Aufzeichnung wird verschickt an alle Angemeldeten. Wir machen Pause über den Sommer, weil jetzt sind wir dann alle am Biergarten, am Badesee und was weiß ich was und im Urlaub irgendwann. Im Herbst geht es weiter mit einem spannenden Webinarprogramm. Die ersten zwei Termine haben wir schon ausgemacht. Freuen wir uns wieder auf alle Gäste im Herbst. Einen schönen Abend Ihnen und euch allen. Einen schönen Abend Ihnen vor allem, Frau Cordes, dir, lieber Fabian, und bis ein andermal. Ciao. Ciao, Dankeschön.